На льду серебряные призеры этапа серии Гран-при в Америке, бронзовые призеры московского этапа серии Гран-при Кубок Ростелеком. Ja, damit zum ersten Vertretung Russlands. Das sind Viktoria Sinitsina und Nikita Katsalapov. Sie wurden Dritte in einem starken Wettkampf im Eistanzen. Schade, dass wir Charlene Guignard und Marco Fabri nicht gesehen haben in der Gala. Die haben nämlich in der Kür mit dem Thema Schindlers Liste eine tolle Leistung geboten, wie überhaupt die besten vier Paare im Eistanzen mit sehr unterschiedlichen Programmen höchsten Unterhaltungswert geboten haben. Tja, Frédéric Chopin hat sie begleitet bei ihrer Gala und ihr Programm, das sie gezeigt haben, das passte. Sie sind angekommen, sie sind wieder auf dem besten Wege. Io Cesaro, ich werde da sein, das ist vielleicht tatsächlich das Programm gewesen. Sie sind in der Tat wieder da, das hat eine Zeit lang gedauert, das vergangene Jahr ist vollkommen misslungen, aber jetzt haben sie den Fedehandschuh wieder aufs Eis geworfen. Viktoria Sinitsina und Nikita Katsalapov. Dritte Bewertung im Short Dance und auch die dritte Kür in einem, wie gesagt, faszinierend tollen Wettbewerb.